Herzlich willkommen zu unserem Messetalk hier auf der IAA 2018 in Hannover. Ich habe mir Gäste eingeladen hier auf dem Stand von Team Mobility, die mit mir über die Mobilität der Zukunft diskutieren. Ich möchte Ihnen zu Beginn der Sendung die Runde kurz vorstellen. Ist zum einen herzlich willkommen Herr Dr. Thomas Vetter von Hörmann Automotive. Daneben auch Ihnen ein herzliches Willkommen Herr Thomas Groß von Team Mobility. Und last but not least der Gastgeber sozusagen hier auf dem Team Mobility Stand, Professor Johann Tomforde von Team Mobility. Herzlich willkommen Ihnen dreien. Unser Thema der heutigen ersten Talksendung hier auf der IAA lautet Urban Mobility Ecosystem von Team Mobility, und in der Unterzeile steht, dass das ein Reallabor ist. Professor Tomforde, was bedeutet das? Was steckt hinter diesem Konzept, das Sie hier auf der Messe ausstellen? Ja, mit dem Reallabor wollen wir einfach zeigen, wir möchten ja nicht irgendwie fertige Lösungen hier hinstellen, die total ausgereift sind, um irgendwelchen Fahrzeugherstellern und Lieferanten zu sagen, so müsst ihr es machen, sondern in dem Reallabor haben wir ein Zwischenstadium dargestellt, was sehr klar aber aufzeigt, wie etwas, was als Konzeptidee mal entstanden ist, weil es dann als Designmodell gebaut worden ist und was jetzt eben auch industrialisierbar, prototypisch in einem Demonstrator zu sehen ist. Das haben wir für verschiedene Module dieses Fahrzeugs gemacht, und ja, das wollen wir Ihnen heute ein bisschen erzählen. Da bin ich gespannt drauf, Herr Dr. Vetter. Das Interessante dieses Standes, dieses Messestandes hier und was dieses Konzept auch unterscheidet von den meisten anderen Exponaten hier ist, dass es nicht nur eine Vision beinhaltet, das ist der Yukon hinter mir, dieses Fahrzeug, gehen wir gleich noch drauf ein, sondern Sie haben es in einem Konsortium geschafft, Industriepartner zusammenzubringen, die dieses Konzept sogar industrialisieren könnten, und zwar innerhalb kurzer Zeit. Dr. Vetter, welches Gedankengut steckt dahinter und wie fühlt sich das an, auf diese Art und Weise zu kooperieren? Also zunächst Antwort auf die letzte Frage. Es fühlt sich sehr gut an. Ich bin überzeugt, dass man nur im Verbund mit Partnern zusammen Innovationen schnell vorantreiben kann. Jeder für sich alleine, denke ich, wird heute nicht mehr die Geschwindigkeit auf die Straße bringen, die bei den vielen Veränderungen, die wir ja erleben in der heutigen Zeit, erforderlich ist. Wir haben offen und intensiv zusammengearbeitet, Stichwort Open Innovation in den Kooperationsmodellen, Design Thinking, die sehr stark auch aus dem Softwarebereich kommen, die halten zunehmend auch, werden zunehmend auch in der Automobilindustrie genutzt. So haben wir das bei uns auch probiert und ich glaube sogar recht erfolgreich geschafft. In der Aufgabenverteilung, der Rollenverteilung hier im Team kümmern wir uns von der Hörmann-Seite verstärkt um die Rolling-Plattform, um das Chassis mit allen zugehörigen Komponenten. Und da spielen dann Partner, die den Elektroantrieb, wie zum Beispiel die Firma Schaeffler, zur Verfügung stellt, eine wichtige Rolle, oder aber auch crash-absorbierende Komponenten durch die Firma Röchling. Mit denen haben wir intensiv das Konzept erstellt, was wir dann auch hier aufbauen konnten. Sprechen wir mal ein bisschen, Thomas Groß, über das Fahrzeug, das natürlich hier der Star auf dem Messestand ist. Also das ist der Eye-Catcher, das hat man heute Morgen schon bei der Pressekonferenz gemerkt. Dieses Fahrzeug ist sicherlich der Türöffner. Dahinter steckt aber eine ganze Menge mehr als nur ein schönes Fahrzeug. Das Fahrzeug heißt Yukon. Dahinter stecken die Abkürzungen für Universal Chassis for Customized Operation and New Mobility. Kann sich keiner merken, wahrscheinlich deshalb, Yukon ist einfacher. Was ist dort in diesem Fahrzeug verbaut? Was ist mit ein paar Sätzen gesagt der Charme an diesem Konzept? Der Charme an diesem Konzept ist, dass es sich am Nutzer orientiert. Der Nutzer im urbanen Umfeld ist zum einen Passagier, zum anderen ist es der Warentransport. Und danach ist dieses Konzept ganz konsequent ausgerichtet. Deshalb auch U für Universal, das heißt, es ist multimodal, aufbaubar für Personen- und Warenbeförderung, je nach Anspruch. Es ist customized, wie Sie sagen, im Sinne von der Mobilitätsanbieter für Passagiere braucht andere Anforderungen als der für die Waren. Das C kann man auch weiterführen als clean. Es beinhaltet
emissionsarme Antriebsformen modal möglich, sowohl als Achsmodantrieb als auch als batterieelektrischer Antrieb, also auch die Brennstoffzelle ist integrierbar. Und das ist für uns die Zukunft der New Mobility, dafür das N, die es eben möglich macht, auf einem skalierbaren, multimodalen Plattformkonzept den Nutzer zufriedenzustellen. Und dass das Fahrzeug so hübsch ist, das kann man ihm, glaube ich, attestieren. Das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass dahinter Johann Tornforde steckt, den man seit vielen Jahren in der Branche kennt als Mensch, der nicht nur Visionen hat, sondern daraus auch sehr schöne Fahrzeuge zaubern kann. Das ist auch hier wieder gelungen. Aber ich glaube, Johann Tornforde sind mittlerweile in einem anderen Level angekommen. Es geht ihnen mittlerweile längst um mehr als nur ein attraktiv aussehendes Fahrzeug zu bauen. Was haben Sie hier für Ideen verwirklicht, die Sie jetzt hier auf der IAA 2018 erstmalig zeigen? Ja, zunächst mal möchte ich in der Rolle des geborenen Ingenieurs und Designers reden. Ich habe ja diese beiden Disziplinen in meinem Leben lang kombinieren können. Ich muss ehrlich sagen, klar, vom Kunden her ist unser Leitbild sowieso. Die Technologien dazu haben wir in allen möglichen Facetten auch da. Aber ein neues Produkt muss für sich auch emotional die Menschen ansprechen, die darin befördert werden wollen oder die es auch kaufen sollen, ganz klar. Und jedes Produkt muss einfach ja, anmachen, wie man so schön sagt. Es muss inspirierend wirken, man muss wie bei einem Kunstwerk dann natürlich auch irgendwie Dinge reininterpretieren und das führt zu einer gewissen Begehrlichkeit. Da haben wir uns große Mühe gegeben. Ich bin allerdings weit davon entfernt und finde es auch nicht besonders toll, auf solchen Messen nur bestimmte, also einfach nur Eyecatcher hinzustellen. Eyecatcher, die sehr interessant aussehen im ersten Moment, aber schon im zweiten Moment, wenn man anfängt, über Funktionen nachzudenken, schon die erste Hürde nicht nehmen werden. Also von der Seite her, das, was wir hier dargestellt haben, sieht sehr schön aus und es ist nicht bewusst nicht dynamisch gestaltet, wie es oft bei Fahrzeugprojekten der Fall ist. Dieses Fahrzeug fährt in der Stadt, in Urbanisationen, in denen vielleicht mal 70, auch mal 80 gefahren werden, aber in der Regel höchstens 20, 30 km/h. Und jeder Versuch, solche Fahrzeuge super dynamisch darzustellen, wo dann irgendwann eine Käseglocke draus entsteht, die sich nur aufheizt in der Mittagssonne, das ist nicht meine Art. Und deswegen haben wir versucht, dieses uralte Prinzip eines Frontlenkers neu zu interpretieren. Wissen Sie, die heutigen Transporter haben einen Vorbau, der ist teilweise durch den Antrieb bedingt, durch die ganzen Nebenaggregate vom Motor bis hin zur Crashzone. Bis Hinterkante Fahrerplatz verbraucht heute ein klassischer Transporter 2,50 Meter. Und für uns war es ganz klar durch die Gespräche mit den vielen Flottenkunden, Sie müssen mit städtischen Dimensionen zurechtkommen. 6 Meter Länge, 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und möglichst viel Innenraum, möglichst viel Kapazität, also Ladekapazität. Und deswegen ist dieses Prinzip, ich nenne jetzt mal den absoluten Klassiker, den VW Bulli aus der ersten Generation, der war für mich immer so ein bisschen inspirierend. Ich habe ihn auch als Kind noch erlebt. Dieses Fahrzeug kann man natürlich heute so nicht mehr zugelassen kriegen, weil es, auch wenn es autonom fährt übrigens, immer noch im gemischten Verkehr unterwegs sein wird. Das heißt, wir haben uns ein neues Prinzip überlegt, durch diese Boosterform mit einem neuen Mittelsitzkonzept, über das wir vielleicht nachher noch reden sollten. Aber auf jeden Fall haben wir es geschafft, den Vorbau bis Hinterkante Fahrerplatz um fast 1 Meter zu verkürzen gegenüber den marktüblichen Fahrzeugen. Um damit mehr Raum auch für die Ladefläche bzw. den Passagierraum zu bieten. Das sind mal ganz schnell einfach 4 Kubikmeter mehr Raum, Minimum.
Wir haben gleichzeitig einen sehr niedrigen Boden, das schafft noch mal einige Kubikmeter und so schafft man plötzlich auf 6 Meter Länge für den Cargo-Bereich, also für den Paketdienstleister zum Beispiel, 17 Kubikmeter Laderaum. Das schafft er sonst nur mit 7,50 Meter langen Fahrzeugen. Und damit, ja um jeden Cent gefeilscht und damit natürlich auch um jeden Zentimeter Ladevolumen. Aber lassen Sie uns, bevor wir noch weiter auf die Funktionalitäten des Fahrzeugs eingehen, noch mal ein bisschen in die Struktur gucken. Denn, Herr Dr. Vetter, wenn man sich in den anderen Hallen umschaut, bei den großen OEM, fällt auf, dass da die großen Markenlogi immer im Mittelpunkt stehen. Die Zulieferer, oftmals hunderte Zulieferer, die an so einem Fahrzeug mitgearbeitet haben, kommen in der Regel nicht zur Geltung. Da ist man eigentlich auf so einer Messe unterrepräsentiert, es sei denn, man hat einen eigenen Messestand hier. In diesem Fall des Yukon hat sich die Firma Hörmann Automotive dazu entschieden, das Partnering mit T-Mobility zu machen und Teil dieses Konsortiums zu werden. Welche Vorteile bietet Ihnen das, um Ihre Technologie zu zeigen? Also der wichtigste Vorteil liegt sicherlich darin, dass T-Mobility und Professor Tomfau da einen sehr guten Zugang zu den Kunden hat. Er hat viele Gespräche geführt mit Anwendern, die im Grunde genommen die verschiedenen Use Cases, die in Zukunft von solchen Fahrzeugmodellen erwarten, vermittelt haben. Und immer dann, wenn man Innovationen versucht auf den Markt zu bringen, ist das Verständnis der zukünftigen Use Cases ein kritischer Erfolgsfaktor. Wenn wir als Ingenieure Konzepte entwickeln, die an den Kundennutzen vorbeigehen oder rein nur durch die Technologie oder durch die Fantasie des Ingenieurs geprägt sind, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass da viele Ideen vom Markt mit eingeflossen sind in dieses Entwicklungskonzept. Und wir konnten diese Anregungen und diese Vorgaben sehr gut aufgreifen und auf dieser Grundlage dann diese Plattformlösung, diese Rolling-Plattformlösung auch relativ industrie- und seriennah weiterentwickeln und dann heute auch hier auf der Messe vorstellen. Und das scheint sehr gut beim Messepublikum anzukommen, denn man sieht das den ganzen Tag über schon, da bilden sich Trauben genau vor Ihrem Exponat, denn offenbar haben die Menschen, die hier zur Messe kommen in diesem Jahr, eine Sehnsucht nach konkreten Lösungen. Ich glaube, ich habe da mit einigen Journalistenkollegen auch gesprochen, man hat eigentlich auf Deutsch gesagt die Nase voll von immer mehr Visionsgeplapper. Man will nun endlich auch mal sehen, dass hier am Automobilstandort Deutschland auch konkrete Dinge auf die Straße gebracht werden. Das ist so ein Thema, das relativ zeitnah und auch konkret auf die grüne Wiese gebaut werden könnte. Herr Groß, gehen wir noch mal so ein bisschen darauf ein, was unter der Haube versteckt ist. Was ich sehr charmant finde an diesem Konzept ist, dass Sie dem Nutzer nicht vorschreiben wollen, welchen Antrieb er zu nutzen hat. Ja, also selbst so ein Buzzword, so ein Hype wie die Elektromobilität hat nicht dazu geführt, dass sie schwach geworden sind und gesagt haben, wir machen jetzt auch ein E-Mobility-Fahrzeug nur, sondern sie sagen, wir bieten das an, was der Kunde haben möchte. Entweder einen E-Antrieb oder einen Verbrenner oder einen Hybrid. Das finde ich sehr charmant. Wie können Sie so eine Vielfalt anbieten, ohne sich daran zu verheben? Indem man bei der Konstruktion und dem Aufbau des Fahrzeugs und des Chassis und dem Unterbau die entsprechenden Bauräume so vorsieht, dass es flexibel umgesetzt werden kann. Das ist das Resultat dessen, was wir vom Kunden aufnehmen und vom Kunden lernen. Das ist immer wieder der gleiche Ausgangspunkt, nicht? Die Herausforderungen im urbanen Verkehr, dafür ist das Fahrzeug konzipiert. Im urbanen Verkehr werden uns in Zukunft zeigen, welche Antriebsform gefordert sein wird. Wir haben im elektrischen Bereich insgesamt, das Fahrzeug ist vorgesehen bei den Antriebsformen, die wir hier gewählt haben, 400 bis 150 Kilometer Reichweite, eventuell bis 300 Kilometer Reichweite. Entsprechend müssen die Bauräume vorgesehen werden beim Batteriefahrzeug für die Batterie. Beim Verbrenner, beim Axmod ist es einfacher, aber die Tankgröße richtet sich danach. Und beim Hybridfahrzeug muss der Wasserstofftank seinen Platz finden. Was ebenso interessant ist, Sie haben sich die Mühe gemacht, mit Hilfe von einer Studie wirklich mal zu horchen, was nicht nur der Kunde, also der Käufer der Fahrzeuge erwartet von einem Nutzfahrzeug, sondern Johann Tomforde, Sie waren unterwegs und haben die Trucker
die Fahrer befragt in einer ausführlichen Studie. Sie sind auf die Autobahnparkplätze gefahren, sie sind in die Rasthäuser gefahren, sie haben sich angeschaut, unter welchen unsäglichen Bedingungen diese Menschen dort arbeiten bzw. übernachten. Das ist uns anderen Autofahrern, glaube ich, gar nicht so bewusst, welche Verhältnisse dort herrschen. Als sie vor ein paar Jahren diese Studie gemacht haben, sagten sie mir damals, die Resonanz darauf war eigentlich ernüchternd. Heute hat man aber das Gefühl, schaut man wieder darauf, wie wohl sich die Menschen hinterm Steuer fühlen. Denn der Fahrer, der Trucker ist ein rares Gut geworden. Und ich glaube, die Spediteure und Frachtführer sind wieder darauf aus, die Menschen besser zu behandeln im Fahrzeug. Finden solche Gespräche nun mehr Resonanz? Ja, sagen wir so, ich muss ein bisschen ausholen dazu. Wir haben 15 Branchen befragt nach ihren Vorstellungen von Antrieben. Das Thema haben wir dann quittiert bekommen, gehe ich gleich darauf ein, und nach sonstigen Problemen, die sie mit heutigen Fahrzeugen haben. Von Verschleiß immer wieder an den gleichen Stellen, Ausfallzeiten, schlechte Sitzqualitäten, gesundheitliche Probleme der Fahrer beim Ein- und Aussteigen bis herausdrehen aus dem Sitz, kommen wir gleich dazu. Entscheidend ist, dass hier für den Kunden nicht irgendwie eine neue Technologie entscheidend ist. Und wenn er jetzt sich entscheiden muss oder entscheiden soll, muss er wissen, wenn ich jetzt meinen Fuhrpark von Verbrennerantrieben klassischer Art umstellen muss auf Elektroantrieb, weil ich sonst nicht mehr in die Stadt reinkomme, dann muss er seinen Fuhrpark nicht nur umstellen, sondern seinen ganzen Betriebshof, seine Installation, die Infrastruktur bis hin zu den Werkstätten. Und diese Dinge, die müssen langfristig funktionieren. Der kann also nicht kommen und oder der kann nicht, das kann er nicht gebrauchen, dass jetzt ein Autohersteller sagt, jetzt machen wir mal 5 Jahre lang Elektromobilität und dann machen wir Brennstoffzellen und dann machen wir Gasantriebe und vielleicht fällt uns dann noch was Neues ein. Hier brauchen die eine langfristige Perspektive und Sicherheit. Und diese Sicherheit haben wir bei uns im Konzept eingebaut, und zwar im Chassis, im Antrieb. Wir können die vorher gerade genannten verschiedenen zukunftsträchtigen Antriebe unterbringen im gleichen Boden, in dem gleichen Umfeld und sind dadurch flexibel, wie sich die Antriebsart der Zukunft entwickelt. Weil wer kann uns das sagen, was in 15 oder 15 Jahren top ist? Da müssen wir sowieso parallel mehrere Wege beschreiten. Beim nächsten Punkt, Fahrerplatz, war es genauso. Beim Fahrerplatz kommen dann die Fragen von diesen Flottenkunden und sagen, ja, hallo, was ist denn jetzt mit dem automatisierten Fahren? Was bedeutet das denn jetzt? Erste Aussage war von fast 90% dieser Flottenkunden, wir brauchen nur einen Sitz. Wir brauchen nicht mehrere, sondern einen richtig guten Sitz. Und zwar so, dass wir nach links und rechts aussteigen können, dass wir, und das war dann für mich der Ansatz für dieses Cockpit, nämlich ein Cockpit haben, was sich auch diesen Zyklen, die auf uns zukommen mit dem Automatisieren bis hin zum autonomen Fahren, realisieren lassen. Ich kann mir nicht nach 4-5 Jahren wieder ein neues Fahrzeug beschaffen, nur weil jetzt Level 4 plötzlich in ist. Das heißt, die nächste Stufe der Automatisierung, ja, die auf uns zukommt. Mhm. So, und so haben wir quasi ein Cockpit dargestellt, was von dem heute schon gängigen Level 2, also nur assistierende Funktionen, über Level 3, wo man schon viele Bereiche automatisiert fahren kann, wo der Fahrer zwar noch ein Lenkrad hat, und Level 4, wo wir sagen, da brauchen wir kein Lenkrad mehr, da soll der Fahrer nur für Notfälle sofort eingriffbereit sein. Das haben wir gelöst mit Joysticks an einer entsprechenden Armlehne. Und Level 5 heißt für uns, dann ist wirklich kein Fahrer mehr da, dann ist vorne im Vorbau eben kein verschenkter Bauraum. Das ist dann eine Lounge für 4 bis 6 Leute, je nachdem, ob sie jetzt im Stadtverkehr oder sonst wie fahren. Also auf jeden Fall auch hier langfristige Sicherheit für die Flottenkunden und auch für den Hersteller. Weil wenn der nicht
sprunghaft jeden neuen Trend hinterherlaufen will, dann müssen wir diese Dinge eigentlich in der Gesamtkonzeption jetzt berücksichtigen. Und das Charmante an dem Konzept ist unter anderem auch das Chassis, der Unterbau. Wir haben gerade das Stichwort gehört, Boatster. Also angelehnt praktisch an den Bootsbau, an die Form. Man kann sich das hier auf dem Stand ganz schön anschauen, Herr Dr. Vetter. Das ist schon mehr als revolutionär, so etwas auch schon zeigen zu können, auch physisch zeigen zu können. Wie reagiert der Markt darauf? Weil, ich meine, wir haben jetzt 130 Jahre lang ein anderes Konzept gehabt. Das Automobil war auch relativ erfolgreich bis dato. Heute sagen wir, schaut doch mal in so eine Richtung. Wir sind sehr viel flexibler auf so eine Art und Weise. Glauben Sie daran, dass sich das Automobil und auch das Nutzfahrzeug in Zukunft in so eine Richtung entwickeln wird? Das ist schwer zu sagen. Also wer hat die bessere Crystal Ball oder die bessere Glaskugel, um das sagen zu können? Bisher wird die Konstruktion des Chassis maßgeblich geprägt durch die Verbrennungsmotoren und die Anforderungen, die mit sich bringen. Wir haben bei der Konstruktion dieses Unterbodens natürlich jetzt die besonderen Herausforderungen der batterieelektrischen Fahrzeuge plus die Flexibilität, die schon erwähnt wurden, auch durch alternative Anträge im Auge gehabt und wollten grundsätzlich sich wegkommen von dem Leiterrahmenkonzept, was heute bei den leichten Nutzfahrzeugen typischerweise verbaut wird oder verwendet wird. Und man muss natürlich sich immer im Klaren sein, dass diese heutigen Chassis-Konzepten in den Fabriken umfangreiche Investitionen erfordert haben, die natürlich ausgelastet werden müssen. Und solange die Elektromobilität nicht mit entsprechenden Stückzahlen dann nachher nachgefragt wird, werden die großen Hersteller nicht zusätzliche Investitionsanlagen aufbauen, um vielleicht solche alternativen Konzepte umzusetzen. Wenn wir mit Herstellern und auch mit Anwendern sprechen, kommt immer sehr schnell die Reaktion, wow, das ist revolutionär, was ihr da gemacht habt. Das ist ja ganz anders, nicht mehr der typische Leiterrahmen, sondern das sieht ja ganz anders aus. Und was auffällt, ist, dass wir dort ein ganz anderes Schutzkonzept zunächst mal gewählt haben. Sie haben das Boatster genannt, das ist also ein bisschen von auch der Natur, die Bionik, diese Schalenstruktur, die äußere Schalenstruktur, die ein ganz anderes Schutzkonzept bietet für das, was man eben im Inneren schützen möchte, sei es die Batterie, sei es der Wasserstofftank oder andere Komponenten auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch ein auf Stahl basierten Fertigungsverfahren mit hohen Standards ausgeprägten Prozessen eine kostengünstige und flexible Fertigung hier ermöglicht, die es uns dann auch möglich macht, Zielkosten zu erreichen, die auch in Zukunft im Automobilbau gefordert sind. Also in der Regel, um Ihrer Frage noch mal präzise zu beantworten, großes Interesse über das Konzept, aber auch mit einer gewissen Skepsis, sind die Stückzahlen ausreichend, um einfach die dafür erforderlichen Anlagen aufbauen, also Fertigungsanlagen aufbauen zu können. Und ich glaube, das erkennen die Menschen, die hier auf den Stand kommen, sehr schnell, wenn man Gespräche mit Ihnen oder Ihren Mitausstellern hier führt. Ich glaube, das Charmante ist diese Machbarkeit, dass das kein Hirngespinst ist, dass es keine Science Fiction, sondern Sie haben sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man diese guten Ideen, die zweifelsfrei von Anfang an da waren, auch in die Realität überführen kann, damit das Ganze industrialisierbar ist und vor allen Dingen für diese Zielgruppe, denen diese Fahrzeuge verkauft werden sollen in Zukunft, das auch rechenbar zu machen, denn Total Cost of Ownership ist das Schlagwort hier auf der Messe seit Jahren, natürlich, Thomas Groß, das ist wahrscheinlich bei der Hausaufgabenliste das, was ganz oben steht, nämlich, dass das Ganze auch im Betrieb und in der Herstellung machbar und bezahlbar ist, oder? Absolut. Wieder ausgehend von dem, der das Fahrzeug erwerben wird. Es sind Flottenkunden, Mobilitätsanbieter, Courier Express, Paketdienste. Die rechnen mit jedem Euro. Völlig klar. Das heißt, das Fahrzeug sollte in der Anschaffung, vor allen Dingen aber in den Betriebskosten, im Unterhalt, in dem Total Cost über den ganzen Lifecycle des Fahrzeugs rentabel sein. Wir haben vorher ein paar Schlüsselpunkte genannt, wie man zu dieser Rentabilität kommt. Das ist einmal Flexibilität, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Effizienz ist ein wesentlicher Punkt in der Nutzung. Aber dann kommt es, wie Sie richtig sagen, Herr Dr. Vetter, natürlich auf die Industrialisierbarkeit, auf den Anschaffungspreis an. Und das geht über Stück.
Aber ich denke, bin da sehr zuversichtlich, dass es eine ganz, ganz große Chance ist, auch für einen OEM dieses Fahrzeugkonzept zu realisieren, weil es eben multimodal ist. Und multimodal mit einer breiten Käuferschicht bietet die Chance zur Skalierbarkeit und damit den Schlüssel für die Menge der Fahrzeuge und damit zu den Kosten. Und da sind wir jetzt bei einem spannenden Thema, denn Johann Tomforde, Sie kennen diese Welt der OEMs sehr, sehr gut. Seit Jahrzehnten bewegen Sie sich dort. Sie waren teilweise selber ein Teil dieser Organisationen, haben das mitgestaltet zum Teil. Was passiert mit so einem Konzept, wenn es jetzt auf die reale Welt trifft? Not Invented Here hat schon so manchen anderen guten Ideen den Garaus gemacht. Kann das hier auch passieren, dass vielleicht die großen OEMs sagen, hui, da kommt was Interessantes auf uns zu, haben wir aber nicht erfunden, also ist es wahrscheinlich nicht gut? Ja, die Gefahr ist immer bei Innovationen und sehr ausgeprägt übrigens in Deutschland. Ich kenne das nicht aus allen Kontinenten, sondern es ist in Deutschland sehr ausgeprägt, diese Bedenkenträgerhaltung gegenüber Neuem. Klar, damit müssen wir leben, aber Deutsche sind auch Schnäppchenjäger. Ne? Ich sag mal, sie sind sehr kostenbewusst. Das heißt, selbst wenn dieses Fahrzeug durch diesen Leichtbau und durch diese neue Konstruktion zunächst etwas teurer ist, man muss Folgendes wissen. Bei einem Flottenkunden hat der Anschaffungspreis etwa eine Größenordnung von 20-23% am gesamten Total Cost of Ownership Modell. Das heißt, wenn wir hier 10% teurer werden, dann macht das vielleicht 2% aus. Wenn der aber hört, er kann 300 Kilo mehr transportieren oder 4-5 Kubikmeter mehr transportieren oder ein Shuttlebus kann plötzlich 5-6 Leute mehr transportieren, dann fängt er an zu rechnen und sagt, hoppla, oh, das ist ja im Endeffekt sogar billiger. Ja? So, und diesen Ansatz verfolgen wir und deswegen haben wir auch unheimlich viel Zuspruch bei diesen Flottenkunden bekommen, als wir jetzt unsere ersten Ergebnisse vorgestellt haben. Wir haben kurz vor der Messe noch mal einige Workshops gemacht mit diesem früher schon kontaktierten Flottenkunden. Und da geht es eigentlich nur darum, wann könnt ihr es liefern? Und das habe ich heute häufiger gehört hier auf dem Messestand. Meine Herren, wir sind schon am Ende unserer kleinen Talkrunde angelangt. Das Schöne ist, wir diskutieren weiter. Wir haben noch ein paar Talkrunden vor uns. Wir werden mit wechselnden Gästen und wechselnden Themen diskutieren. Es geht immer um die urbane Mobilität. Es geht immer um den Yukon. Und es geht immer darum, dass auch in der heutigen Zeit ein Kooperationsprojekt wie das Ihre Beispielcharakter haben kann. Und das sieht man an den vielen, vielen positiven Impulsen, die man hier bekommt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu diskutieren. Wir diskutieren jetzt noch ein bisschen weiter mit den Menschen hier auf dem Messestand. Ihnen sage ich danke fürs Zuschauen und bis morgen würde ich sagen, da sehen wir uns wieder. Danke, tschüss.